Hast du schon mal die Sprüche gehört? Viele Köche verderben den Brei, viele Hände schnelles Ende oder wo viele Ratgeber sind, da gelingen die Pläne? Nun, das hört sich vielleicht nach einem Widerspruch an, doch meine Aufgabe wird es heute sein, dir genau zu erklären, was richtig, was falsch und was richtig eingesetzt ist. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr begleiten wir eine ganze Reihe von Menschen dabei, ihr Unternehmen zu gründen, zum Wachstum zu bringen oder schließlich auch zu verkaufen. Und die Frage stellt sich immer, lasse ich mir viele Ratgeber in mein Handwerk, in meine Suppe spucken? Macht es Sinn, dass viele Köche im gleichen Brei rühren oder viele Hände schnelles Ende? Das sind so Sprüche, die wir aus dem Volksmund kennen und ich zeige dir nun, worauf es jetzt wirklich ankommt. Gehen wir nun zum ersten Spruch. Viele Köche verderben den Brei. Das ist absolut korrekt, wenn wir uns hier auf der sogenannten Leitungsebene befinden. Wenn du also für deine Firma verantwortlich bist und du gehst zu 5 verschiedenen Ratgebern und alle greifen gravierend in deine Führungsstruktur ein, nun, dann stimmt der Spruch, dass viele Führungskräfte, wo keiner verantwortlich für einen gewissen Bereich ist, also einer Sales, der andere Finanzen, der nächste Operation, der nächste für HR und Legal, also für Personal und für das Rechtliche. Klar muss es klar abgegrenzte Verantwortungsbereiche geben. Ansonsten, wenn viele verantwortlich sind für einen Bereich, ist unterm Strich niemand verantwortlich. Also achte darauf, wenn du deine Firma aufbaust, dass du selbst Entscheidungsträger bist und eigenverantwortlich bist und dass, wenn du neue Führungskräfte aufbaust, dass du schnell einzelne Verantwortungsbereiche herausschälst und diese Leute auch selbst in die Haftung und die Verantwortung dort bringst. Schauen wir uns nun den zweiten Spruch an. Viele Hände bringen schnelles Ende. Na klar, das ist natürlich völlig richtig, wenn du auf Teamebene mehr Ressourcen hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht nur ein Head of Sales hast und viele Sales-Mitarbeiter, je mehr du dort hast, desto schneller kannst du natürlich deine Liste abarbeiten, der Akquise, Leads arbeiten, Abschlüsse produzieren. Das ist sozusagen auf der Teamebene wichtig, dass natürlich mehr Mitarbeiter auch mehr schaffen können. Deshalb viele Hände, schnelles Ende, absolut korrekt. Schauen wir uns nun den dritten Spruch an. Da, wo Ratgeber sind, da, wo viele Ratgeber sind, gelingen die Pläne. Nun, das ist auch absolut korrekt, wenn du aber darauf achtest, dass diese Ratgeber Experten sind, die sozusagen situativ, zeitlich begrenzt dir zu einem bestimmten Sachverhalt Ratschläge, Informationen, Methoden geben, Ressourcen aufzeigen, die du wiederum hier bei dir in der Leitungsebene einbauen kannst. Das heißt also, wenn du so einen Stab an Experten hast, oder so wie es beispielsweise Napoleon Hill in seinem Buch Denke nach und werde reich geschrieben hat, ein Brain Trust hast, dann macht es natürlich Sinn, dass je mehr Experten, je mehr Ratgeber du in deinem Stab hast, desto mehr Know-how bekommst, desto mehr Feedback kommst, desto mehr kannst du von Fehlern anderer Menschen lernen, desto größer ist dein Methodenkoffer, den du dann auch präsentiert bekommst. Aber letztendlich die Entscheidung hier in der Mitte, die triffst du ganz alleine. Für die bist du verantwortlich, für die haftest du als Geschäftsführer oder als Inhaber deines Unternehmens. Zusammengefasst, es hat jeder dieser drei Sprüche seinen Platz, sein Recht, seine Aufgabe und an den richtigen Ort sind Ratgeber richtig eingesetzt. Und wenn deine vielen Hände dir nicht in deine Führung reinfuschen, sondern die Aufgaben, die sie erledigen sollen, umsetzen, ist das auch richtig. Und viele Köche, klar, wenn die hier versuchen, alle reinzureden in deine Leitung, nun, dann wird es keine klaren Verantwortlichkeiten geben. Es kommt Chaos und niemand fühlt sich was verantwortlich und setzt es bis zum Schluss um. Deine Aufgabe ist es also, dir einen Stab von Ratgebern aufzubauen, aber sicherzustellen, dass die nicht in deine aktive, operative Arbeit hineinfuschen, wirken. Und deine Aufgabe ist es sicherzustellen, dass du ein Team hast von vielen Menschen, die dich unterstützen. Und dann sorge dafür, dass du einen eigenen Zuständigkeitsbereich hast, für den du alleine Verantwortung trägst, beziehungsweise dass du eine Firma viele kleine Positionen, Head of nennt man das, Sales, Head of Operations aufbaust oder auf der Führungsebene im Seniorbereich dann Chief Executive Officer oder Sales Officer und so weiter, dass du da diese einzelnen Bereiche klar strukturierst. Wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du dir Gedanken machst, wie du dein Brain Trust aufbaust oder wie du deine Struktur in deinem Unternehmen optimierst oder wie du einfach mehr Mitarbeiter findest, so können dir unsere Berater der X-Group auch helfen. Wir haben über 30 verschiedene Experten, die dir helfen können und du kannst mit dem Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch gerne mit uns Kontakt aufnehmen und dann erfahren, wie wir dir helfen können. Gerne abonniere auch unseren Kanal oder empfehle uns weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank,
dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.